Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnomhobbits und Eklodum, zu einem neuen Part Minecraft Arnor mit dem Zwergfürst. Wir sind hier in, ja, ihr seht schon, in dem Dorf zurück. Ich habe offscreen ein wenig gespielt und habe mich durch die Wüste zurück nach Hause gebracht. Ja, sind doch wieder angekommen. Im heimatlichen Dorf am Arsch der Welt. So. Ich habe ja vorhin noch, als ich offscreen noch ein bisschen gespielt habe, einen Creeper gesehen. Wo steckt der? Ich will nur, dass der mich nicht hier komplett überrascht. Dass der mich jetzt hier nicht von hinten überfällt und mich komplett kalt macht. Okay, wir sind im Dorf zurück. Wir sind angekommen. Ich sehe da gerade hinten das Feld. Da müssen wir erstmal ein bisschen Feld bauen. Hier müssen, oh, ein Lama hinten bei den Blumen. Ein bisschen ernten. Und dann würde ich heute vielleicht sogar schon ein neues Projekt angehen, das ich wahrscheinlich schon in einigen Parts angekündigt habe. Hier in Minecraft Arno. Was ich schon länger machen will. Eine Brücke bauen. Ja, wir haben schon eine Brücke gebaut, aber ich habe noch nicht genug vom Brückenbau. Hier wird noch weiter Brücke gebaut. Ja, richtig gehört. Und zwar genau in diese Richtung. Da, wo das Blumenbeet ist, habe ich mir gedacht, da noch in die Richtung. Über die Wüste, da wollte ich noch hin. Wollten wir mal langsam Richtung Dirthaus bauen. Da hatte ich schon während der Wanderung die Idee, wahrscheinlich im letzten Part auch schon besprochen. Das war da ein bisschen verbinden. Das war hier die Basis da drüben. Das war die Basis jenseits des Turms mit dem Dorf und das dann dort drüben verbinden. Finde ich eine gute Idee. Dass wir da vielleicht mal eine Brücke, eine lange, lange Brücke, bis über die Wüste bauen. Und warte, ich muss noch was anpflanzen. Wenn wir natürlich nicht unbesät lassen. Ja, hier sind ein paar Felder. Bin ich drauf gehüpft. Ja, mein Fehler. Wenn wir mal wieder einen Hacker haben, können wir die Felder wieder reaktivieren. Wow. So schnell wächst das hier schon. Die ersten tragen schon Blätter hier. So. Hier ein bisschen Rotbeete. Rotbeetefelder. Und Kartoffeln natürlich. So. Hervorragend, gleich wieder neu bepflanzt. Und gleich morgens ist wieder da. Ja, gleich morgen ist wieder alles wie, als wäre ich nicht da gewesen und hätte es nicht geerntet. Puh, ja, was hier mit denen passiert, das weiß ich auch nicht. Da ist irgendwas, ja, Melonen wachsen hier nicht. Da läuft irgendwas falsch. Da habe ich die falsch hingesetzt. Vielleicht muss ich die irgendwo anders ansetzen. Nicht an Wasser dran, sondern irgendwo in die Wildnis setzen. Ich weiß es nicht. Da kann ich jetzt mal Kartoffeln anpflanzen. Habe ich ja noch genügend. Noch ein zweites Kartoffelbeet hier. So, können wir es mal nutzen, die Fläche, statt immer nur hier die Halme stehen zu lassen. Irgendwie bringt uns das nicht weiter.
Oh ja, Kartoffeln. Dann machen wir hier rote Beete weiter. Rote Beete. Was uns das bringt, weiß ich auch noch nicht. Rote Beete habe ich auch noch nicht herausgefunden, was das bringt. Essen können wir es. Können wir Essen für uns anbauen. Ja, und das Projekt. Und die wächst ja wahrscheinlich noch. Das Projekt mit der Brücke. Da würde ich in diesem Part erstmal ein bisschen sammeln gehen. Holz sammeln gehen für die Brücke. Da brauchen wir wieder ganz, ganz viel Holz. Und ja. Das war dann in den nächsten Parts dann wieder 4, 5, 6 Parts bauen. Und wieder ein bisschen ein paar Bauparts. Eine Brücke über die Wüste. Müssen wir aufpassen, dass wir nicht runterfallen. In der Wüste verrecken. Samen. Habe ich jetzt hier wieder. Ne, das sind richtige Samen. Habe ich jetzt Melonensamen angebaut oder was? Ich bin auch bekloppt, oder? Rote Beete Samen habe ich jetzt hier alles mit Rote Beete angebaut. Ach Mensch. Ich bin jetzt hier auch durcheinander. Was habe ich jetzt wo angebaut? Wir werden es wohl noch sehen. Das sieht hier sehr nach Rote Beete aus. Mensch, konzentriere dich, Zwei. Das ist, glaube ich, Korn. Ja, das erkennt man, was rote Beete ist und was nicht. Ihr seid rote Beete. Okay, ich denke, so geht das jetzt erstmal. Haben wir auch jetzt hier ein bisschen Samen verstauen. Die Kartoffeln habe ich alle wieder eingepflanzt. Ja, ist gut so. Knochenmehl haben wir auch drin. Die Kartoffeln ernten wir dann nochmal mehr. Da müssen wir gleich mal das Gestrüpp wegmachen, sonst wächst da nichts mehr neu. Da steht jetzt der obere Baum noch. Die Krone steht noch dran. Der Rest ist weg. So, Essenstruhe. Ja, hier habe ich schon ein Fichtenbrett und ein Fichtenholz. Mal schauen. Weil wir natürlich wieder in einer optimaler Weise in einer Farbe machen. Oh, wir haben keinen Platz mehr für rote Beete. Gut. Truhe voll Schnee. Ja, Gefriertruhe. Wir brauchen eine größere Essenstruhe. Rote Beete Suppe. Einmal ausschlürfen. Und wir essen die Teller einfach mit. Ne, die Teller essen wir nicht mit. Jo. Wo kommt das hin? Ich tue es jetzt einfach mal hier hin. Und dann gehe ich mal ins Holz sammeln. Holz. Wieder mal ein Holzpart. Bisschen Holz für die Brücke sammeln. Weiß nicht, ob wir da heute zukommen. Ob wir noch in diesem Part noch dazu kommen. Ja. Ich werde jetzt erstmal das Gestrüpp entfernen. Da oben an den Bäumen, damit da wieder was wächst. Vielleicht ein paar neue Sitzlinge pflanzen. Und dann schauen wir mal. Ein bisschen Hausarbeit hier. Beete abbauen und ein bisschen, ja. Unkraut ernten. Tja. Auch in Minecraft muss mal ein bisschen Hausarbeit getan werden. So, hier mal hochbauen. Ein bisschen Erde. Dass wir hier mal hochkommen, dann baue ich von oben ab. Wow. Das ist ein großer Baum gewesen.
Na hoppla, hier dürfen wir nicht runterfallen. Da ist vielleicht auch noch ein bisschen Holz mit dabei. Vielleicht finden wir hier noch das ein oder andere Holzstückchen, was wir abbauen können. So. Dann bin ich jetzt hier erstmal beschäftigt mit dem Abbauen des, ja, des Blattwerks. Tatsächlich noch ein bisschen Holz übrig geblieben. Ah, verdammt. Das hätte nicht passieren sollen. So. Keine Erde mehr dabei. Gut. Ich baue mir hier mal einen kleinen Leiter. Damit wir hier hochkommen. Mehr oder weniger. So, nicht runterfallen. Das war blöd. Zack. Wir bauen das Ding von oben ab. Ist nicht die klügste Idee, aber das, ja, die effektivste. Das macht man zum schnellsten. Vielleicht kriegen wir sogar ein paar Äpfel hier. Kommt ja ab und zu mal vor. Sehr selten, aber es kommt vor, dass man hier einen Apfel sammelt. Den Bäume abpflanzen. Das war ein riesiger Baum. Ein gigantischer. Das bisschen Haushalt macht sich halt doch nicht von allein. Muss man halt auch als Gärtner hier unterwegs sein. In Minecraft Arno. Wenn man so viele Bäume im Dorf zu stehen hat. Hab noch keinen anstellen können, der für mich die Gartenarbeit macht. Tja. Wie im echten Leben. Na, im echten Leben muss ich nicht Gärtnern, aber Haushalt muss ich machen. Muss man sich manchmal halt Tage in der Woche frei nehmen. Muss man halt, wenn man von der Arbeit zurückkommt, kann man an manchen Tagen halt nicht aufnehmen gehen. Kann man halt keine Videos drehen und keine neuen Parts Minecraft Arno aufnehmen. Sondern muss halt, ja, Abwasch machen. Die Wäsche waschen, die Wäsche aufhängen, die Wäsche abhängen. Dies, das, jenes. Was halt so im Haushalt eines alleinlebenden Singles so ansteht. Den Gärtner zum Glück noch nicht. Das ist das. Den Garten besitze ich noch nicht. Ist noch kein Garten in meiner Wohnung. Jo. Ein eigenes Grundstück habe ich noch nicht. So reich bin ich dann doch nicht, dass ich mir sowas leisten könnte. Ein Haus mit Garten und Co. Ah, ein Apfel. Wie gesagt, bei so einem großen Baum kann es halt schon mal vorkommen. Ist sehr selten. Aber ab und zu findet man einen vereinzelten Apfel. Im Gestrüpp. Ja. Wir haben, glaube ich, noch ein bisschen Gold in der Kiste. Kann man einen goldenen Apfel draus machen. Den wertvoller als die einfachen Äpfel.
müssten wir eigentlich im Kampf mit uns rumtragen. Oder auf Wanderungen gehen. Bevor wir getötet werden. Ein einfacher Apfel bringt noch nicht viel. Der macht nicht sehr viel Heilung, aber ein Goldapfel, der macht schon ordentlich. Der bringt zu. Der bringt schon einen gewissen Nutzen. Oh, Kacke. Das ist auch noch was. Da müssen wir uns auch noch hinbauen. Bisschen Holz. Ja, das Holz wieder verschwenden. Ich kann es mir wiederholen. Hier drüben auf einem anderen Baum weitergebaut. Ja, der muss auch weg. Sind wir hier ganz woanders. Jetzt stehen wir hier schon oben in der Luft. Vorsicht, dass wir nicht runterfallen. Dann fallen wir ganz tief. Und jetzt hier ganz in der Mitte über dem, Tal hier. Da unten geht's. Ah, da geht's ganz weit runter. Das eine Blatt müssen wir uns noch lassen. Da wollen wir zurück. Müssen wir natürlich auch ein bisschen logistisch denken. Dass wir uns nicht den Boden unter den Füßen wegschubbern. So. Sehr gut, dann haben wir das Blattwerk hier auch schon entfernt. Gleich. Oh, ein bisschen Holz. Entdeckte man Sachen hier. Ja, das wird jetzt nach unten fallen. Da werden wir es jetzt nicht kriegen. So viel zum Thema sich im Blatt übrig lassen. Sich nicht den Boden wegschlawinern. So. Hier du weg. Du weg. Weg. Das Holz muss dann später holen. Hoffe ich, dass das da noch liegt. Dass nicht die spawnt. Jo. So, dann geht es hier mal fleißig weiter. Hier den Baum ab. Ist auch lästig in diesen Bäumen. Kann man eigentlich stehen lassen, aber wenn sie so groß sind, dann nehmen sie halt doch den Platz weg. Ich hätte es auch offscreen gemacht jetzt, aber ja, wir sammeln halt dabei ein bisschen Holz und ja. Offscreen habe ich dann doch nicht die Zeit für. Dann machen wir mal einfach mal Minecraft auch noch Parts draus. Warum nicht? Und labern ein bisschen über Hausarbeit währenddessen. Warum nicht? Ha, ich verreck hier noch. Zack, da wird es schon fast dunkel. Müssen wir mal hier die Arbeit unterbrechen. Ja, wir haben den Baum schon ein bisschen kurz gemacht. Der ist da schon ein bisschen... ist schon ein bisschen kleiner geworden. Das beschränkt sich schon gleich. Wird immer dünner. So, hier wieder ein bisschen was weggeschafft. Ja, ich gehe gleich. Gehe gleich ins Haus. Nicht, dass die Monster uns hier... dass die Monster uns killen. So, da fallen ein paar Setzlinge. Ich glaube, das kann man vom Boden aus machen. Das Ding hier. Die paar übergebenen Teilchen. Das verschwindet von selbst. So. Da sehen wir mal Arnor bei Nacht. Da kommen doch gleich die Monster. Oh wei. Mit Herzen gehen langsam zu Neige. So. Ah, hoch hier. Einmal übernachten. Kannst gleich am nächsten Morgen weitergehen. Zwerge macht Hausarbeit. Ver-
Feldbau und Gartenarbeit. Ich bin Samwise Gamgee. Ich gärtnere hier. Ich bin Samwise Gamgee und Frodo in einer Person. Ach, verdammt! Bin ich hier verreckt. Zum Glück habe ich hier schon geschlafen. Ein paar Mal sogar schon. Ich wach jetzt hier direkt hier an Ort und Stelle auf. Da kann ich bei der Gelegenheit hier auch mal die... Oh, der Apfel ist noch da. Sehr gut. Das Holz einsammeln. So, da unten war noch was. Gefährlich, dieser Job. Gefährlich. Kann man schon mal sterben bei. Ja. Gärtner im Echtleben ist jetzt auch nicht gerade der harmloseste Job. Ich meine, sterben tust du da jetzt nicht. Da gehst du ja, da kletterst du ja jetzt nicht im echten Leben. Wer hätte es gedacht? Kletterst du ja jetzt nicht auf Bäume auf, drauf und schnellst das von oben. Du stellst dir ja nicht drauf und schnellst dir das unter den Füßen weg. Das machst du ja. Machst du ja nur hier in Minecraft. Hätte doch nicht gedacht, oder? Zwerg liefert neue Erkenntnisse. Tja. Es ist spät. Ja. Schieben wir das Ganze mal auf die Uhrzeit. Ja, warum auch nicht? Als ob ich am Tag, am helllichten Tag, weniger wirres Zeug reden würde. Das ist, ja. Aber gut, ich sag's immer wieder, meine Zuschauer sind das Übel gewohnt. Das ist, ja. Leute, die jetzt neu auf meinem Kanal sind, die jetzt das Video als allererstes sehen, also wenn das euer erstes Video ist, was ihr auf meinem Kanal seht, ja, willkommen. Haut mich ab. Ich hoffe, ich habe euch nicht verschreckt. Bitte bleibt. Es ist nicht immer so. Meistens, aber nicht immer. Es gibt auch Videos, wo ich durchaus vernünftig reden kann. Wo ich durchaus sinnvolle Themen bespreche, auch hier in Minecraft Arno, wo es auch vernünftig zur Sache geht und nicht nur über Haushalt geredet wird. Tja. Gehört halt irgendwie zu Minecraft mit dazu. Das Bäume fällen, das Laub abernten. Ja, wie gesagt, das kann man auf Screen machen, aber ich mach's lieber im Part. Ja. Nun würden einige mich für hassen, dass ich das dafür im Part missbrauche. Aber gut, ist ja nicht das erste Mal, dass ich einen Part für solche Zwecke missbrauche. Daher. Ja, lehnt euch zurück und genießt ein wenig, ja, sinnlos herumlaufen in Minecraft. Freut euch, dass ich wieder zurück bin, dass ich die Wanderung überstanden habe. Dann können wir Setzlinge einbauen. Nur die Hälfte davon will ich noch nehmen. Naja, vielleicht. Vielleicht nochmal die Hälfte. Ja, so viele wollen wir hier nicht setzen. Einer mit Eichensetzling. Bartkratz.
Apfel. Den darfst du dann nicht reinwerfen. Den brauchst du noch. Zwergi. So, Apfel. Kein Platz hier in der Kiste. Es ist doch jämmerlich. Du musst doch hier mal Rotbeete trinken. Und dich dann wieder hier rein oder Schüsseln? Ja, leere Schüsseln. Können wir neuen Rotbeete-Saft machen. Suppe. Ein bisschen Suppe. Schadet nie. Guck mal, Satz durch. Auch wenn es mal nicht das Leckerste ist. So, hier mal ein bisschen was gepflanzt, da mal ein bisschen was, kann wieder ein großer Baum durchwerden. Da ist auch wieder was abzubauen. Ach Mensch, ich werde hier nicht mehr fertig. Und da habe ich schon ein bisschen angefangen, da habe ich schon ein bisschen Dirt hier im Raum stehen. Bauen wir das auch noch ab, oder was? Bauen wir das halt auch noch ab. Oh, hier ein kleinerer Baum. Da kann man zu hoch arbeiten. Dort haben wir jetzt genügend. Ja. Vom kleineren auf den größeren. Ja, Baum, 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 Baum. Warum machen wir das heute? Weil Baum. Ganz einfach. Weil Baum. Weil ich Spaß dran habe. Und hoffentlich auch. Ja, auch wenn es ein bisschen eintöniger ist. Macht Spaß. Irgendwie. Ich weiß nicht wieso, aber es tut's. Ist auch mal ein bisschen entspannt. Muss man hier ein bisschen Baum abbauen. Kann auch entspannend wirken. Unter Umständen. So macht man es natürlich am besten, wenn man den Baum ganz abbaut. Also wenn man von Anfang an gleich alles abbaut. Und nicht nur das Holz, sondern auch das Laub gleich mit abbaut. Hier der stand schon. Da hatte ich hier gleich den Stamm auch noch mit. Können wir den gleich so abbauen. Und hier gleich nur den Setzling hinsetzen. So muss das. Ein bisschen Erde. Und einen kleinen Setzling. Jo. Da wollte ich mich eigentlich noch... Ach, verdammt. Habe ich anders geplant. Gut, dann bauen wir uns da nochmal hoch. Bäume pflanzen, Bäume entfernen. Ja, ein bisschen was für die Umwelt auch tun. Wenn man einen Baum abgepflanzt hat, muss man ihn doch neu pflanzen. Das geht beides einher. Augekratz. Nasekratz. Da fällt mir wieder das Symbol auf, was dort am Turm, was ich da hingebaut habe. Es sieht seltsam aus. Es sieht einfach nur seltsam aus. Ich weiß auch nicht, was für ein Symbol ich da hingebaut habe. Was ich mir da gedacht habe beim Turmbau. Es sieht einfach so verkehrt aus. Es ist, ich weiß auch nicht. Es sieht einfach nur verkehrt aus. Ich meine, das Symbol, das kann man noch als, das kann man vielleicht so ein bisschen hier als dieses, was haben diese Könige immer, was haben die Könige immer hier im Amf in Hand gehabt. Mein Unterbewusstsein hat schon ausgesprochen, Apfel, diesen Königsapfel, diesen Kaiser-Dingens. Ihr wisst, was ich meine, oder? Aber der Turm als Ganzes, so in, als Klotz, so als, ja, mit ein bisschen kindlichen Gedanken. Ich will es jetzt nicht aussprechen, also ich würde es jetzt, also, ich
Ich würde es jetzt nicht bewusst noch aussprechen und betonen, aber man kann es sich vielleicht denken. Es sieht einfach, mit, vor allem mit dieser Kuppel oben drauf, ich weiß nicht. Es ist einfach unangenehm. Es ist einfach unangenehm. Aber von innen sieht es gut aus und ich habe eine Ewigkeit dran gebaut. Ja. Unangenehm. Unangenehm sowas. Ja. Denkt man nicht dran, wenn man sowas baut. Sieht man erst, wenn es fertig ist. Wenn man von innen dran baut an dem Turm da, ja, denkt man nicht dran, wie es nachher von außen aussehen könnte. Noch ein Apfel. 2 haben wir schon. Es wird dunkel. Ich sollte mal Unterschlupf suchen. Batterieleistung lässt nach. Jo. Die Konsole verabschiedet sich auch langsam. Wird Zeit, hier mal runter zu gehen. Ja, ich nehme den direkten Weg nach unten. Au, den ganz direkten. Da bin ich gefallen. So, aufpassen, dass hier keine Creeper rumlaufen. Ich nehme mir, glaube ich, mal die Zeit und gehe zu meiner Wohnung. Zu meinem Haus. Hier in Minecraft kann ich mir ein Haus leisten. Habe ich mir selbst gebaut. Kann ich mir selbst bauen hier. Haben wir irgendwann mal hochverlegt ins erste Geschoss. Das war nicht im Erdgeschoss. Übernachten. Jo, ich dachte, ich habe da was am Fenster gesehen. Ein Monster oder so. Jo. Da haben wir doch hier ein bisschen was freigeräumt. Ich glaube, vielleicht schaffe ich es offscreen, mich da ein bisschen ranzusetzen. Holz sammeln. Also offscreen ein bisschen Holz sammeln, offscreen ein bisschen Blätter bauen. Und dann können wir vielleicht im nächsten Part, wenn ich es schaffe, offscreen schon ein bisschen zum Holz zu sammeln. Wenn ich das offscreen schaffe. Hier ein bisschen Wasser. Wasser freilassen. Wenn ich das offscreen schaffe, dann können wir vielleicht. Oh, ja, jetzt habe ich hier unter die Küche was abgebaut. Das sollte so nicht. Verzeihung. Am Ende schwebt die Küche noch in der Luft. Das war jetzt hier nicht ganz. Das war jetzt nicht ganz gewollt. Mich nach oben sollte dieser Part gefallen haben. Ich weiß jetzt nicht, wie lang er ist, dieser Part, wie lange er gewohnt ist. Aber ich habe jetzt hier schon lange dran gearbeitet. Habe jetzt uns ein Weilchen beschäftigt. Map abbauen. Ich würde es für heute dran belassen. Ja, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Wenn nicht, ist es ein bisschen kürzerer Part. Ist aber wahrscheinlich, wie ich mich selbst kenne, ein längerer Part. Mal gucken, was ich im Schnitt draus mache. Ja, ist auch mal gut, einen kürzeren Part zu haben. Oder einen längeren. Mal schauen. Hab noch einen angenehmen Tag. Man sieht sich und ja. Ciao, ciao.